an dir. Ich bin hängen, wenn ich sehe, Gott gebeten. Ich bin Bruder Hall of Fame. Ich bin schon, komm, ich komme an die Gegner unternehmen. Ich bin der Rapper, Rap ist out. Wenn der Hand kommt, zerstört er einfach euren Wieder, euer Sound. Jo, Bombendreh. Bombendreh, Videodreh zu Betonmischer, hier mit Rapcheck. Wir testen gerade den Flammenwerfer, ja Allah. Und Tashin hat nichts unter Kontrolle, er hat einfach nur einen Controller in der Hand. Auf jeden Fall alle hier am Start, siehst du ja. Rapcheck-Legende. Sido ist hier, Haft ist hier. Sieht man mal im Dunkeln. Peace. Bester Mann. Oh, endlich geht es wieder los, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt wieder unterwegs mit... Ich gehe im Rückwärtsgang, gehe ich jetzt zu ihm. Nein, Alter. Legende! So, das war das erste Mal, dass er jetzt Legende gesagt hat. Ich schwör's euch, er ist die Therapie des Universums. Ich kann Bushido auf jeden Fall verstehen, warum sie Kopfschmerzen bekommen haben, warum sie irgendwann Depressionen hatten. Er ist schuld. Dieser Junge ist schuld. Wir sind jetzt hier irgendwo in Oranienburg. Ich habe keine Ahnung, wo er mich immer mitschleppt. Er kommt gleich, wir haben jetzt eine halbe Stunde Vorsprung. Das heißt, wir müssen jetzt alles vorbereiten und dann kommt massiv und dann wird alles hier gedreht. Es ist scheißkalt. Ich war neulich erst in Barcelona und da war es richtig schön warm. Jetzt bin ich hier wieder in Berlin und es ist wieder todeskalt. Keine Ahnung, entweder er sucht jetzt nach einem Drehort oder er pinkelt. Eins von beiden. Massiv, wir warten hier auf dich. Bis gleich. Ey, ich meine das gerade richtig ernst. Ich habe Todesangst. Ey, wir sind hier einfach mitten im Wald. Hier sind auch nur so verlassene Häuser und so. Falls ich nie wieder Rapcheck-Videos mache, dann wisst ihr Bescheid. Kennt ihr diesen einen YouTuber, der läuft einfach so durch einen Wald und er findet eine Leiche? Ich weiß jetzt nicht, ob es echt oder fake war. Oh fuck. Oh fuck, ich fall gleich runter. Aber auf jeden Fall, vielleicht findet man demnächst auch hier meine Leiche oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bewaffnet. Leute, wir suchen hier gerade nach so einer Lagerhalle und hier war schon mal eine Lagerhalle, die ist einfach ausgebrannt. In der Lagerhalle, die schon mal ausgebrannt ist oder verbrannt wurde, werden wir jetzt hier auch nochmal ein Feuer veranstalten und dann BÄM! Aber wir haben Angst, dass die Decke oben auch aus Holz ist und das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Jetzt kommt der Betonmischer. Leute, das ist total dunkel. Ich sehe mich selber nicht. Aber es geht jetzt los. Auf massiv. Operativ. Schatten über deine Zähne, spucke Feuer über deine Träne und wisch das Blut aus meinen Löwenmähnen. Komm, ich kläre deine Ghettos mit den Fäusten wie ein Metzger. Jetzt kommt der Betonmischer. Massiv geht richtig, richtig hart ab bei dem Song. Auf jeden Fall die Leute, die drauf gewartet haben, dass Massiv so den Style macht von früher, den habt ihr jetzt auf jeden Fall. Er geht richtig ab. Und das Video wird krass, sag ich euch jetzt schon. Gesehen, Gott gebane, komm, bringe Speck, Bruder Hall of Fame. Ich feature all die toten Pop-Ikonen, Anti-Gamer-Unternehmen. Sella wie Amore, Rap is out. Wenn der Hamadi kommt, zerstört er einfach euren Wieder, euer Sound. Okay, Bruder, dann würde ich sagen, jetzt Outfit-Wechsel. Und ich würde gerne auch eine Szene draußen machen. Aber die würde ich dann vor der großen Lagerhalle machen, dass ich dann später da mit Blitzeffekten arbeiten kann. Weißt du, dass es dann oben donnert und so bei der Performance, weißt du? Okay, geil. Dass es noch düsterer rüberkommt? Genau. Genau. Legende, oder? Ja, man hat einiges vor. Wenn die Kamera läuft, muss man nicht mehr als wir. Sein, Bruder. Jo, Abo Rapcheck will was Lustiges hören. Ist mir gleich was Lustiges eingefallen. Damals wollte ich und Fadi in Düsseldorf Iftar machen. Und zu Iftar hast du immer so ein Glas Milch und dann bestellst du dir eigentlich eine Dattel. Also, da fragen wir den Kellner nach Datteln. Er hat uns wirklich gefragt, ob wir Datteln im Speckmantel haben wollen. Wir sind gestorben vor Lachen. Wir haben Iftar wirklich 10 Minuten später gemacht, weil wir einfach nicht mehr konnten.
damals habe ich nur selber Musik gemacht und irgendwann habe ich ihn einfach im Fitness gesehen. Ich war gerade am Trainieren, auf einmal, da läuft massiv. Ich so, okay, krass. Shit, das war auch der erste Rapper, halt, so, den ich gesehen habe. Ich war so ein bisschen aufgeregt. Dann habe ich mich irgendwann mal so nach 20 Minuten Training, habe ich mich getraut, bin dann rübergegangen zu Massiv und ich meinte zu ihm, hey, kann ich ganz kurz mit dir reden? Er meinte, ja klar, warum? Und dann meinte ich, ich mache auch Musik. Und er meinte, ach so, ja, Demo-Tapes nehmen wir nicht an. Ich so, ja, also ich will gar nicht gesigned werden oder sowas. Ich wollte einfach gerne mit dir einen Song machen. Richtig behindert, ich gehe einfach zu Massiv und ich sage, ich will gerne einen Song mit dir machen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich immer so Liebeslieder gemacht und so. Ich kann euch das auch gerne mal kurz einblenden, was ich Massiv geschickt habe. Auf jeden Fall, es kam ja natürlich nie dazu, weil ich meine, wer bin ich? War so No-Name, Massiv kennt jeder und so weiter. Aber das war so der erste Kontakt zu ihm. Wo zum Hulk, wenn ich hinterkam, dass einer auf dein Hintern starrt. Wir gehören zusammen seit deinem allerersten Wimpernschlag. Erklär mir bitte eins, obwohl du anständig bist. Wie kannst du Jungfrau sein, wenn du mein Herz ständig fickst? Irgendwie am selben Tag markieren die mich irgendwo oder irgendwie privat schreiben die mich an. Ja, heute war Dreh, Legende. Was redet ihr am Set, Bruder? Immer wenn Zilla mit dir dreht, irgendwie abends markiert er mich irgendwo. Ey, hier ist der Legende-Treffer. Irgendwas ist da bei deinem Dreh. Da wird gelästert auf hohem Level, wa? Nein, du weißt, du kennst mich doch. Geil, Bruder. Ich hämme auf euch ein wie ein Dachdecker. Zieh euch wie ein Wurm aus den Holzbrettern. Das ist meine Stimme ohne Augen. All die Waffen wurden weggelegt. All die Hater-artigen Helden weggesägt. Totgebellen. Bring ich mit, Bruder, Hall of Fame. Ich feature all die toten Pop-Ikonen, all die GEMA-Unternehmen. Wir drehen schon gefühlt den ganzen Tag. Ich bin richtig am Arsch. Ich hab übertrieben Hunger. Und das ist jetzt hier die letzte Szene. Hier ist gefährlich. Hier fehlen Ziegeln. Hier sind Löcher. Fliegst da runter. Körperspannung halten. Richtig. Over Shoulder. Agieren mit der Kamera. Das sieht ja wirklich gut aus. Was mit dem Gitter von Schieberkasten? Gib mal weiter auf die Kamera. Boah, sieht krank aus. Das meinst du auch mal direkt. Das sieht auch wirklich gut aus. Montage voll so. Während ihr redet, Montage so mit einer Hand zack, ganz normal. Und der Mitarbeiter sagt, ich hab schon mein Leben. Der hat den Lastmitarbeiter. Geht doch mal arbeiten, Mitarbeiter des Monats, Mann. Ja, weil du nur einer hast. Schläge Schatten über deine Zähne, spucke Feuer über deine Pläne und wisch das Blut aus meinen Löwenmähen. Korn, ich knete deine Ghettos mit den Fäusten wie ein Metzger. Jetzt kommt der Betonmischer. Korn. Jetzt kommt der Betonmischer.